So, dann haben wir die hintere Bremsleitungen, da ist überall ein schöner Tortenguss drauf. Ganz schön, also kein Rost. Die laufen hinter der Achse durch da hinten. Wenn man dahinter mal durchgeht. Und hinten. Genau. So. Und schön. Und dann sind die Anschläge hier in der Hinterachse. Die Konsole sind auch ein sehr guter Zustand. So, dann gehen wir zu der Endspitze. Die Endspitze, die habe hier so kleine Diftungslöchel. Und hier ein Ablauf ist jetzt auch ein bisschen mit Fett zu. Aber die Kante ist komplett original hier. Also das gehört also alles so in das Schrägblech. Hier und da hat das Fett ein bisschen Schmutz aufgenommen. So, können wir die andere Seite anschauen. Hier ist auch nicht, ist vielleicht noch zu erwähnen, hier ist ein kleiner Absatz drin. Man sieht es jetzt schlecht, aber es sieht also wirklich ein Traum an. Können wir auf die andere Seite gehen oder halt, da ist noch der Fahrzeugboden. Da kann man auch mal schauen. Also alles eigentlich sauber. Ja. Hier haben wir die andere Endspitze. Da vorne ist ein Tüftungsding, hier haben wir einen kleinen Ablauf. Schaut jetzt alles voller Fett. So, Rückwand, also von unten Heckblech, Abschlussblech, alles auch sauber. So, das könnt ihr vielleicht noch anschauen, wenn Sie gerade mal schauen möchtet hier. Zwei Punkte, ganz wichtig, die Punkte beim Strichachter, gehen wir gar nicht in die Richtung, hier ist nach vorne. Hier haben wir den Schweller, hier hat der Schweller auf und hier fängt der Radlauf an. Dann gehen wir die Radlaufkante mal entlang, da ist auch ein bisschen Fett drauf noch. Der Radhaus innen hat sich Staub oder Dreck gesammelt ein bisschen, die Kante. Und jetzt ist es ganz toll. Hier haben wir die Sicke und hier geht es nach innen so weit raus. So muss das beim Strichachter sein. Da geht es gerade schön durch. Alles, was nicht so aussieht, ist nicht original. So, was kann man sonst noch sagen zu dem Fahrzeug? Der Boden hat ein bisschen hochdrückt, was man irgendwann. Geht ein bisschen hoch, der wird halt auch mal hier aufgebucht irgendwann mal. Das macht man nicht, wie gesagt, man bucht ihn hier auf. Ja, was auch noch ist, Lenkzwischenhebelkonsole. Das Rohr, wenn man da durchschaut, das ist bei uns, der deutsche Autos, ist das oft mal abgerostet. Was von innen mal anschauen möchte noch. Also das Rohr ist komplett, da ist ein bisschen Frostschutz dran, das ist von der Vergaserheizung, da geht ja Kühlwasser durch, das ist da ein bisschen runtergetropft. Und das ist alles so, wie es gehört. So, die Strichachtgürtlinge machen keine großen Probleme. Mit Traglink haltet ewig beim Strichachter. Gürträger vorne kann man noch anschauen. Noch der originale Gürträger. So, da halt durch. Sieht auch noch alles ganz gut aus. Lampentöpfe von innen. Kann man noch anschauen. Sieht auch ganz gut aus. Also, jetzt gucken wir noch den Schwellerdeckel an. Und dann, das ist der Schwellerdeckel, der ist ja schön rund. Daheim. Das ist also auch ein Original, die war weg, da ist Fett drin, hinten dran. Das sieht eigentlich auch noch ganz gut aus. Daheim. Also, dann sagen wir Dankeschön fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.